Okay, weiter geht's. Illusion Ball. Schießen wir. Ach ja, kurze Info. Man kann in der ersten Halbzeit nichts machen gegen die. Weil es einfach die größten Bastarde sind, die man kennt. Die können... die haben ihre TP immer aufgeladen. In der zweiten Halbzeit... Ganz ehrlich, das ist so unfair gemacht, das mit Y. Okay, Ende der ersten Halbzeit, gut. Das war eine, ja, okay, ich habe irgendwie keinen Bock mehr, das zum dritten Mal vorzulesen. Ja, du kannst jetzt sehen, wie ja, leckt mich. Dualin? Ja, er hat, führt jetzt den Penis in sich. Der Fußballpenis. Ja, werden wir gewinnen oder verlieren? Die Anspannung, ja. Ja, er hat viel Spaß. Ja. Ich glaube, ich verstehe, wie er sich fühlt. Nein, schon drin würde. Aber Dualin, wenn wir so weiterspielen, dann werden unsere Kräfte schon. Wir sollten uns aufladen. Aufladen? Ach gut. Komm, belustig mich. Mich stößt nach dem Wind begeistert. Glückwunsch, Dualin. Wir werden bis zum letzten Anpfiff. Ja, die sind geschwächt, ja. Ich hab keinen Bock mehr. Ich will jetzt den fucking Ball haben. Diese Animation von diesen elenden Hurensöhnen, das dauert immer so lange. Ja, geh weg mit deinem Terror, geh weg. Kriegst ihn weg. Mädchen, weißt du was? Reg mich nicht auf. Komm jetzt, ich hab keine Zeit mehr. Ich muss jetzt am fucking Tor schießen. Drehschuss, komm. Hä? Normalerweise würde er jetzt Bohrexperte machen. Wieso hat er das jetzt nicht eingesetzt? Weiter so, Raimon! Wieso hat er das jetzt nicht eingesetzt? Okay. Ausgesichert, das macht die ganze Sache nur unterhaltsamer. Okay, komm jetzt. Ich werde jetzt alles einsetzen, damit ich mit 2-1 gewinne. Okay, ich mach gleich auch noch. Jetzt wird's heiß. Ewiger Eiswind. Was ist das, Mann? Hey, wieso setzt er denn nicht seinen Vorexperte ein, wie er davor immer eingesetzt hat? In den letzten zwei Aufnahmen, die ich gerade versucht habe. Was für ein Tor? Ja, okay. Ich check das jetzt nicht. Wieso setzt er nicht den Vorexperten ein? Ist nicht so, dass ich jetzt traurig bin oder so, aber ich verstehe jetzt nicht, warum er das jetzt nicht einsetzt. Komm. Detektivstreich. Geh weg mit dem Meteorbomber hier. Gretchen.
Himmelzahn zur Sicherheit. Okay, gefangen. Mercury hasst es, wenn sich Menschen ihm in den Weg stellen. Ist es kein Mädchen? Okay, soll ich einfach auf Zeit spielen? Ja, komm, ich spiele jetzt einfach auf Zeit. Mir egal. Ja, ist mir egal. Ich habe jetzt gewonnen. Geh die Zeit vorbei. Ja, Mann. Gewonnen. So knapp. Nach dem dritten Versuch auch noch. Wir haben es geschafft. Der Sieg ist unser. So war es Blödes. Nächstes Mal verlieren wir nicht. Okay, sie hat eine Attacke gelernt. Paarungstag. War irgendwie klar, dass sie diese Attacke lernen muss. Wir haben es geschafft. Wir haben gewonnen. Wir haben endlich die Alice Academy geschlagen. Du hast sie geschlagen, Mark. Ach, sie sind stärker geworden, als wir je gedacht haben. Wenn uns doch nur unsere Energieversorgung nicht ausgegangen wäre. Ach, kurz mal richtig hinsetzen. Oh, was für ein Spaß. Noch nie habe ich ein Spiel so genossen wie dieses. Wenigstens hat er seinen Humor nicht verloren, Verlierer. Kommt, meine tapferen Y-Truppen, räumen wir das Feld. Ja, Lord Dwali. Was macht ihr da? Lauft ihr davon? Davonlaufen? Keine Sorge. Wir werden wieder gegeneinander antreten. Aber nächstes Mal werdet ihr Zeugen unserer wahren Stärke. Ihrer wahren Stärke? Was ihr damit wohl meint? Lord Dwali, ich nehme an, dass im nächsten Spiel du weißt schon, wer unser Sturm verstärken wird. Natürlich, natürlich. Es gibt keinen Grund, es länger zu verheimlichen. Leb wohl, Raimund Junior. Bis zum nächsten Mal. Halt, warte! Jemand versteckt ihre Truppe? Mark, bei unserem letzten Spiel habe ich etwas über Alice gelernt. Ja, und was war das? Naja, wir haben gelernt, dass die Alice Academy ihre Kraft aus einer Art Energie bezieht. Als sie während des Spiels richtig auftreten, verbrauchten sie zu viel von ihrer Energie. Nein. Sie hatten nicht die Zeit, diese Energie wieder aufzufrischen, also war ihre Kraft aufgebraucht. Aus diesem Grund waren sie in der zweiten Halbzeit so viel schwächer. Wir haben keinen Beweis dafür gefunden, dass Alice in letzter Zeit in dieser Einrichtung trainiert hat. Vielleicht hat Alice diesen Ort nur verwendet, um ihre Energie aufzufrischen. Hey, man kann nie wissen, vielleicht liegt hier immer noch dieser Energiekram herum. Schauen wir uns doch einmal in den Ort an. Schauen wir uns den Ort an, wo Dwalin versucht hat, seine Energie aufzuladen. Okay, du verschwindest irgendwie nur im Nichts. Wie das mich auch verrückt, dass ich so oft verloren habe gegen die. Weil er immer seinen verfickten Bohr-Experten eingesetzt hat. Da hatten wir wohl kein Glück. Wir haben nichts gefunden. Das ist komisch. Ich hätte schwören können, dass Dwalin versucht hat, hier seine Energie aufzuladen. Vielleicht hat es jemand woanders hingebracht. Aber wer könnte das getan haben? Dwalin und das Team hätten dafür gar nicht die Zeit gehabt. Wir sind abgesehen von Alice die Einzigen, die von dieser Trainingseinrichtung wissen. Es gibt noch etwas. Vielleicht bin ich ja verrückt, aber... Aber... Ich bin schon... Schaut euch dieses Programm. Es gibt drei gespeicherte Dateien für diese Trainingseinrichtung. Eine ist für Gemini, die wir schon geschlagen haben. Eine andere ist für Epsilon, gegen die wir gerade gespielt haben. Und die dritte... Ist diese dritte G eine Art Codename für die Trainingsdaten? Wenn man sich die anderen Dateien anschaut, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass dieses G für ein anderes Alice-Team steht. Du machst wohl Witze. Das heißt, dass Epsilon nicht einmal das letzte Team ist? Ja, ich denke, das ist sehr gut möglich. Ich denke, es gibt noch ein Team der Alice-Akademie, die wir schlagen müssen. Ein Team, das noch besser ist als Epsilon. G für Genesis. Wie bitte? Oh, nichts. Ich hätte schwören können, dass da jemand war. Naja, wie auch immer, diese Trainingseinrichtung hat uns wirklich weitergebracht. Richtig, wir sollten hier weiter trainieren. Ja, und es schien, als wollte Epsilon einen Rückspiel. Wir müssen bereit für sie sein.
Und wenn dieses andere G-Team auch existiert, dann müssen wir wirklich in Topform sein. In Ordnung, dann ist diese Einrichtung ab jetzt das neue Raimon Trainingszentrum. Ihr könnt jederzeit herkommen, wenn ihr trainieren wollt. Super, das machen wir, Nelly. Moment mal, ihr könnt hier doch nicht einfach reinmarschieren und euch alles unter den Nagel reißen. Wir waren zuerst hier. Wir wollten uns nicht unter den Nagel reißen. Wir wollen das Trainingszentrum nur hin und wieder ausleihen. Wir passen gut darauf auf. Also gut, aber ihr müsst versprechen, dass ihr einen Billardtisch und einen Verkaufsautomaten einbaut. Fick die Schlampe! Oh, und in ein Badezimmer. Das werden wir nach all den ekligen Trainingseinheiten brauchen. Ein Mädchen muss für seinen Schatz immer gut aussehen. Und ich stink nach Fisch. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich werde deswegen sofort meinen Vater kontaktieren. Ah! Ironside? Ach du meine Güte. Ironside, was ist mit dir passiert? Aua. Hab ich erwähnt? Aua? Reiß dich zusammen. Ironside. Was ist passiert? Sind die Epsilon-Typen immer noch hier? Nelly, schnell, ruf einen Krankenwagen. Wieso blutet er oder was? Ironside! Hat er das wohl gemacht? Man weiß es nicht. Ah, der fette Bum-Bum ist wieder mal da. Sie haben Epsilon geschlagen, Meister! Dann kommt das Endspiel also näher. Ja. Javier. Ja, Vater. Lasst uns diese Charade beenden. Jawohl. Genesis wird Raimon endgültig vernichten. Was? Vater, ist das Ihr Ernst? Javier. Javier, das ist mein absoluter Ernst. Genesis, der Name, der dem mächtigsten Team von der Alias Academy gegeben wird. Ich habe diesen Titel Javier verliehen. Ich meine, seinem Team, Gaia. Ist es wirklich Ihr Ernst? Javier. In der Zwischenzeit? Ach, kommt jetzt nicht der Typ? Der Surferboy. Ja, da kommt der Surferboy. Wir unterbrechen diese Sendung für eine Einmeldung. Die Raimon 11 hat es geschafft, das Epsilon-Team von der Alias Academy zu schlagen. Was? Wirklich? Vorwärts, Raimon! Ah, man weiß schon, wer das ist, wenn man es anschaut. Wir gehen davon aus, dass es nur viel weniger Angriffe von Alias Academy geben wird. Premierminister Bernhard hat sich gerade offiziell dazu geäußert. Raimon für immer. Was für ein Team? Wenn ich groß bin, möchte ich für Raimon spielen. Auf der Suche nach dem Notizbuch der Meister, das mein Opa erstellt hat, reisen wir nach Fukuoka. Wir müssen diese Megatechniken erlernen. Erfahre mehr in das Notizbuch der Meister. Javier, warum? Javier, du hast deine Befehle erhalten. Mach weiter, wie wir es besprochen haben. Verstanden. Premierminister, Sie arbeiten nur schon seit Stunden, ohne zu verschnaufen. Warum machen Sie sich nicht erstmal eine Pause? Eine Pause kommt nicht in Frage. Wie soll ich meine Beine hochlegen, während meine Tochter da draußen gegen Aliens kämpft? Das Team Ihrer Tochter leistet gute Arbeit, mein Herr. Seit dem Sieg gegen Epsilon ist die Anzahl der Alien-Angriffe zurückgegangen. Anscheinend kehrt jetzt wieder etwas Normalität ein. Genau, und das verdanken wir alles der Raimon 11. Eine Sache, Lord Smith. Sind Sie mit dem Victoris bitte weitergekommen? Ja, Herr Premierminister, es läuft alles nach Plan. Schon bald werden wir beginnen können. Und wir sehen uns im nächsten Part.